stellen wir uns nur vor, wir würden jetzt über die Flutopfer jeweils noch mit Opfer und Opferinnen oder ähnlichen Termini agieren. Keiner einzigen Frau ist auf dieser Welt dadurch geholfen. Man versteht einfach nicht mehr, was der Mensch eigentlich will. Und das ist eine unglaublich kleine Minderheit, die versucht, hier wieder Schwanz mit dem Hund zu wedeln. Ich bin ja jetzt so ein bisschen eine ganze Zeit, also ungefähr 30 Jahre in den Medien unterwegs. Weiß noch, wie ich hier in Berlin studiert habe und schon damals gab es, wie ich es sinnvoll fand, eine Frauenprofessur, die eingerichtet werden sollte an der Universität. Und dann gab es eine Solidaritätskundgebung, eine Veranstaltung in einem Saal, von dem ich dann plötzlich lernte, dass man als Mann dort nicht gewünscht war, weil dort sollten nur Frauen unter sich bleiben. Ich fand das etwas verwirrend, weil ich fand eigentlich eine Mehrheit für eine solche Frauenprofessur eine sinnvolle Sache, wenn die Männer dabei rausgebeten werden. Gut, muss man mit leben. So lange ist dieses Thema jedenfalls schon unterwegs und in diesen 30 Jahren zwischendurch wurde so viel über Gender gesprochen, wurden so viele Frauenbeauftragte, Genderbeauftragte in allen möglichen Behörden untergebracht. Natürlich auch dann im Zweifel den Öffentlich-Rechtlichen und man sieht jetzt das Ergebnis, die haben sich halt selbst um sich selbst gedreht und machen dann Vorschriften, / Beratungen für gendergerechte Sprache und haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, ob ihre Zuschauer oder Zuschauerinnen denn da mitkommen, ob die das überhaupt wollen, ob die das ertragen, ob die überhaupt sich so viele Gedanken nach wie vor darüber machen, wie diese vielen Beauftragten sich darüber Gedanken machen. Und am Ende muss der Zuschauer halt darunter leiden. Ich habe mal so einen Satz aufgeschrieben, wo man es ganz gut sehen kann, wenn der Journalist, die Journalistin der Deutschen Welle, Sendeverantwortlichen und dessen oder deren Anweisungen ignoriert, kriegt die dann Ärger? Habe ich ja schon den Faden verloren. Ich war raus bei den ersten drei Worten. Folgt einfach nicht mehr. Nein. Da geht also die Ideologie des Genderns vor Verständlichkeit von eigentlich wichtigen Nachrichten. Stellen wir uns nur vor, wir würden jetzt über die Flutopfer jeweils noch mit Opfer und Opferinnen oder ähnlichen Termini agieren. Man versteht einfach nicht mehr, was der Mensch eigentlich will. Und auch über diesen Glockenschlag oder wie der genau heißt, also diese Unterbrechung innen, stolpere ich jedes Mal und denke, huch, was? Ja. Und worüber redest du jetzt gerade? Das bleibt hinten an und das ärgert mich wahnsinnig. Genauso geht es mir auch, dieses Akustische, diese Sprechpause ist immer so ein Moment, wo es einem kurz ein bisschen schlechter geht. Das macht leider mein Lieblingsradiosender, aber mir persönlich ist es fast egal, ob man mich Journalist oder Journalistin nennt. Also von daher, da bin ich aber wahrscheinlich auch eine der wenigen Frauen, die das sagt. Schauen wir einmal auf diesen Tweet. Der kommt vom Autor und Psychologen Ahmed Mansour und der rügt da das Tagesschau-Team und sagt: Ich war und bin, was das Gendern angeht, neutral, aber dadurch Realitäten zu manipulieren, ist problematisch. Die Realität in Mekka, es darf keine geschlechtliche Vielfalt geben. Falls doch, bedeutet das den Ausschluss und die Bestrafung von diesen Menschen. Also hier tausende PilgerInnen in Mekka, das wird hier kritisiert, denn es spiegelt eine Wahrheit wider, die es so, Hans-Jörg, einfach nicht gibt. Ja, mich verwirrt das tatsächlich, aber das ist, man sieht an diesen Stellen, also man, was ich eben sagte, da spielt die Ideologie eine größere Rolle als das, was ich eigentlich vermitteln will. Das ist jetzt modern. Das hat, also wenn ich so nicht spreche, wenn ich diesen Glöckenschlag nicht benutze, dann bin ich zumindest in der Gefahr, unmodern zu sein. Und das ärgert mich maßlos. Denn modern und unmodern kann kein Maßstab dafür sein, ob ich noch verständlich spreche. Und wenn wir davon sprechen, also dass man zum Beispiel ein Opfer ist eigentlich neutral, wenn man lauter Worte sucht, die neutral sind, sodass man dann den Glöckelschlag und das Sternchen und das Innen und so weiter umgehen kann. Wenn ich nur noch so spreche, dann kommt es dazu, dass man zum Beispiel wie in zwei Gemeinden in Deutschland schon von zu Fußgehenden spricht, weil der Fußgängerüberweg meint vermeintlich nur Männer, dann sind es also der zu Fuß gehenden Überweg und da kriege ich Pickel bei solchen Gedanken. Und ich glaube, keiner einzigen Frau ist auf dieser Welt dadurch geholfen, tatsächlich einen Posten in einem Vorstand zu bekommen oder gleiche Bezahlung zu bekommen, wofür ich, weiß Gott, dringend bin, was ich aber auch seit 30 Jahren merke. Das sind alte Kämpfe in Wahrheit, die auch damals schon mit der Benennung Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen versucht wurden zu beheben. Aber es hat sich in Wahrheit gar nichts geändert. Und diese Diskussion kommt jetzt nochmal neu auf, dazu eben mit denjenigen, die sich nicht entscheiden wollen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Und deswegen mit dem Vornamen Hermann, wie ich zum Beispiel mitbekommen habe, sich dann bitter beschweren darüber, dass sie dann zunächst als Herr angesprochen werden und dann der Journalistin vorwerfen, dass die sich nicht vorbereitet haben. Nein, darauf kann eigentlich auch keiner vorbereitet sein, wenn
so scheußlich es vielleicht klingen mag, es ist eine unglaublich kleine Minderheit, die versucht, hier wieder Schwanz mit dem Hund zu wedeln. Wir zeigen, was ist, auch im Fernsehen. Jetzt den Sender suchen, alle Informationen unter www.bild.tv. Sie sehen hier ganz spezial. Ich habe jetzt gesagt, dass jemand hier, weil die Leute ruhiger geworden ist. Aber die Wirtschaft.